Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Project Highrise, eine weitere Folge hier in unserem kleinen Tower. Ja, Tower kann man sich nennen, es sind mehrere Stockwerke. Hier unten habe ich jetzt gerade gesehen, da ist das eine Ding überlastet, die File Storage. Das ist irgendwie krass, warum sind die so krass überlastet? Wir haben noch gar nicht so viel Büros gebaut. Aber ist egal. Wir bauen einfach nochmal einen. Guck jetzt nochmal ganz kurz, ob die eine Versorgung brauchen. Telefon. So. Das schaut gut aus. So, wie war das hier mit den Büros? Ich wollte ja auch mit den Medical Offices needs to create a variety of large stores. Dann könnte man medizinische, also Zahnärzte, große Geschäfte. Moment, was hat er gesagt? Clothes, oder? Warte mal, Moment. Hier war doch irgendein Store, der auch Clothes wollte. More technical? Nee. Clothing, genau. Welche? Welche Art von? Okay, und... Moment. Auf Large Stores, war das das eben? More technical. Okay, dann machen wir jetzt ein großes Bekleidungsgeschäft hier hin. Und zwar in den nächsten Stock hier oben. Large. Ah, zweistöckig. Oh. Ja gut. Dann ist es so. Müssen wir nur die Versorgung ausbauen. Geld haben wir eigentlich genügend. Muss ich den hier eigentlich nur einmal anbinden? Wir werden es erleben. So, und jetzt machen wir einfach Klamotten. Grocery, Box Electro, Furniture, Department Stores. Okay, das geht anscheinend nicht. Gut, dann machen wir einfach elektronisch. Telefon und Strom. Phone. Und dann machen wir hier noch einen Klamottenladen nebendran. Haben wir überhaupt einen Platz im Lager? Ja, ein Platz ist noch. Dann machen wir hier einfach den. Und setzen hier noch einen Klamottenladen rein. Two Clothing Stores. Südwest Outlet. Ja, Südwest Outlet. Wunderbarer Name. Herrlich. Ja, das war ein Job hier. Voll dem Mediamarkt hier reingezimmert. So, wie schaut's hier aus? Tech Offices, die brauchen mehr technische Offices. Okay, die können wir jetzt setzen. Die Creative Offices. Technical Offices. Finanzen. Ah, Finanzen können wir jetzt setzen. Das sind die neuen, genau. Die brauchen aber Auditing Services und Marketing. Auditing und Marketing. Ich glaube, die kann ich hier hinsetzen. Auditing und Marketing. Auditing, Marketing, Auditing, Marketing, Auditing, Marketing, Auditing, Auditing, Marketing, Limousinen, boah. Wo ist denn hier Marketing? Commercial? Copy? Ja, wie sie irgendwie überrollt. Auditing. Auditing. Telefon. So, da haben wir Auditoren. Was haben wir noch gesagt? Marketing. Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß nicht mehr. Kurzer Gedächtnis. Professional Marketing. Okay. Professional Marketing. Marketing.
Copy, copy, copy. File, Catering. Ah, das war... Ah, stimmt, da bin ich schon mal drauf reingefallen. Das ist dieses Corporate-Gedöns. Muss man nur die Description lesen, dann geht's eigentlich. So, was haben wir hier? Telefon brauchen wir bestimmt da rein, ne? Ich zieh's einfach mal rein. Was soll der Geiz? So. Sehr gut. Dieser. Financial Offices. Okay. Strom, Telefon. Strom haben wir. Telefon haben wir noch nicht. Boah, wir haben so viel Kohle. Exclusive Elevators, die hatten wir ja schon mal, ne? Machen wir jetzt das Art Studio. Okay, da okay. So, dann können wir mal gucken, wie das aussieht. Boah. Allocate Space von Headquarter Suite. Oh, wie geil. Das ist ja mal ein Doppeloffice. Das ist ja mal echt. Was ein fettes Teil. So, dann haben wir die. Wir haben. Was waren die hier vorne? Waren das Engineer? PR-Studio. Was waren denn die ersten großen Dinger? Media Specialist. Was waren denn die? Welche haben wir denn gesetzt? Waren das die Creative Offices? Den hier. Medical. Ah, Medical können wir auch schon setzen. Und die haben auch alle Dings. Das ist ja perfekt. Rivetel, psychiatrisch brauchen wir. Definitiv. Das ist ein bisschen doof, dass der Teil jetzt hier frei ist, ne? Für mich ist jetzt die Frage. Warte mal, hier war der Außenbereich, ne? Ich will jetzt mal ausprobieren. Wir haben ja genügend Geld. Okay, der geht bis fast rüber. Bis 2. Bis 3 rüber. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Oh, Wasser fehlt. Moment, fehlt allgemein Wasser oder habe ich es vergessen? Ne, ich habe es vergessen. Water, water, water. Ui, leichte Latenz, wenn man das jetzt sieht. Telefon. Was ist denn los? Schon angepisst oder was? Was bist denn du für einer? Ist das eine Psychiatrie? Das ist am Röntgengerät oder nicht? Was machen die denn hier? Direkt eine Lobotomie oder was hinterher gemacht? Ist ja wohl nicht. So, was ich jetzt folgendermaßen machen wollte. Da kann ich die schon abreißen, wenn ich sie drunter gesetzt habe. Guck mal, was sind hier die Small? Ist egal, reiß dir nach. Ich meine, die Kosten habe ich eh, das ist egal. So, ich will hier einfach noch ein großes Büro einsetzen. Dann können wir nämlich hier so ein. Also ich will die unteren Stockwerke abreißen und damit können wir dann praktisch so einen Überhang machen. Vielleicht können wir das ja so gestalten, dass es so ein bisschen schick aussieht. 71.000, Hammer. Ich verzichte auf den Außenbereich. Obwohl das eigentlich ganz cool aussehen würde. So, jetzt machen wir hier noch ein großes Büro rein. So. So, jetzt können wir die schon mal abreißen. Weil die hatte ich sowieso zu viel gemacht. So. So, jetzt bauen wir die erstmal weiter. Wir gehen ja auch aus diesem Modus raus. Sieht irgendwie doof aus.
So, Zahnarzt, Medical, I37, was ist eigentlich mit den Tech? More Technical Offices, okay, da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Also ich würde sagen, dann bauen wir den unteren Bereich mit so technischen Büros. Jetzt bauen wir aber erst nochmal einen Zahnarzt hier rein. Moment mal, wir haben gar keinen Vertrag mehr, ne? Noch ein Large Offices, alles klar. Das ist ja das hier. Dann machen wir eine Mediziner rein. Südöst-Dermatologie. Braucht man. Strom. Wasser. Was war das noch? Telefon, ne? Wie sieht es eigentlich von den Services aus? Services, Services. Quatsch, Services. Telefon. 136, das wird demnächst knapp. Das heißt, wir müssen demnächst das neue Telefongedöns setzen. Vor allem gehe ich auch davon aus, dass wir... Was können wir eigentlich direkt machen? Strom. 187 von 300. Puh, da haben wir noch Zeit. Yay! Wasser. 29 und 50. Gas. Ja, ja. Fernsehen haben wir einen, ja. Die Fernseher werden wir wahrscheinlich brauchen, beziehungsweise... jetzt überlege ich gerade. Wir werden wahrscheinlich Fernseher brauchen für die Apartments, weil da will wahrscheinlich jeder noch so ein Ding haben. Mehr technische Büros. Ich glaube, dass wir die nehmen. Das ist ja geil. Genau das passt hier hin. Das ist ja perfekt. Creative and Technical. Architektur. Willkommen. Ja, perfekt. Der ist zufrieden. Dann können wir, das bauen wir dann später aus. Sieht das ein bisschen unfein aus. Machen wir auf jeden Fall noch hübsch. So, wir brauchen ein neues Stockwerk. So, Office Workers. Wir haben immer noch keinen Vertrag, oder? Vielleicht sollten wir jetzt echt mal mit den Apartments anfangen. Das habe ich schon länger gesagt, ne? Shopping. Big Box Electronics Store. Das sind die Large Stores. Ah, da brauchen wir mehrere von. Boah, da weißt du was? Da fange ich aber echt recht spät dann an mit den Apartments. Wenn ich sehe, was wir hier noch brauchen, also was wir an Platz brauchen, vor allem auch für diese großen Stores, da fangen wir hier erst an auf der Ebene. Und jetzt im Moment ist ja Geld da. Wobei, warte mal, wir fangen hier mit den Apartments an, dann würde ich sagen, warte mal, wir fangen hier, habe ich die noch nicht? Exclusive Elevators, doch haben wir. Wir machen das hier so. Moment, da fehlt die Stromunterverteilung. Es geht nicht anders. Machen wir so. Und dann können wir die nämlich abreißen. Ah ja, natürlich. So, dann kommen wir nämlich hier an den Rand. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr Platz für die Apartments schaffen. Das lassen wir jetzt erstmal aufbauen. Machen wir so. Gut. Große Büros. Tech. Okay, wir brauchen noch mehr technische. Und mehr große Restaurants. Wie sieht es eigentlich hier aus? Aber wir tun Profit. Okay, Profit ist nicht so schlimm. Weißt du was, wir schalten mal eine Werbekampagne. Commercial. Increase Revenue Stores and Restaurants. So, ein bisschen Werbung mal machen. Damit hier Leute auch einkaufen gehen.
So, dann würde ich sagen, wir fangen mit den Apartments. Wir lassen den Bereich komplett frei und fangen hier an mit den Apartments. Ich glaube, können wir direkt mit den Großen jetzt beginnen. Doppel-Apartments. Die können wir uns wahrscheinlich nicht leisten, oder? Können wir direkt mit denen starten? Warte mal, wir klicken das mal an. Wir machen mal die schicken Apartments. Needs a great variety of stores. Ja, das würde gehen. Wir brauchen halt mehrere Services. Ist jetzt ein bisschen schade. Ich hätte jetzt erwartet, dass die auch kleinere Apartments brauchen. Oder können wir direkt auf den ganz großen? Warte mal kurz. Moment. Cafés, Restaurants, Luxury Stores. Ich glaube, ich fange trotzdem mit den kleinen an. Ich meine, wir haben noch Platz in der Höhe. Okay, wir fangen mit denen hier. Allocate Space. Das ist duplicated. Fangen wir mit denen mal einfach an. So. Oh, Moment. Jetzt haben wir ein Problem. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Wir haben kein Problem. Wie viel kriegen wir denn von diesen hier hin? Eins. Zwei. Dann können wir vielleicht noch kleine dazwischen setzen. Ich habe die Stromversorgung vergessen, ne? Passt nicht? Das passt hin. Gut. Und mir so ein Lückenfüller. Aber dann haben wir wieder nicht die Stromversorgung. Oh Mann, wie schlecht. Nein, voll doof alles. Okay, wir kriegen drei hin, dann lassen wir das einfach so. Wir lassen das. Zufriedene Mieter, habe ich gerade eine Errungenschaft bekommen. Wir brauchen noch Strom. Das ist nicht gut. Zwei Platz lassen, mieten, kaufen, wohnen. Da. So. So, wir lassen das einfach mal so. So, dann machen wir die Versorgung hier hin. Ich ärgere, dass das jetzt hier so ein bisschen versetzt ist. Egal. Strom. Wasser werden die mit Sicherheit brauchen, oder? Das wäre ja sonst ein Witz. Shit. Wird nichts, oder? Nee, es geht nicht. Ah, no! Ich hab Mist gebaut! Alter, Achtung, Achtung! Meteos hat sich verbaut. Achtung, Achtung! Scheiße! Das ist ja richtig dämlich. Oh Mann, nein, ich habe mich verbaut. Mir fehlt genau diese. So schlecht. Okay, das geht. Das ist jetzt aber echt nicht sehr hübsch. Na gut. So, needs a greater variety of stores that sell appliance and housewares. Okay, wir brauchen noch Geschäfte. Moment, Geschäfte, da brauchen wir ein Lager. Warten wir jetzt erstmal ab. So, ein Geschäft mit Haushaltswaren. Was denn das für ein Ding? Ach, Luxury. Ah, okay. Das ist ein großer. Okay, machen wir einfach mal. Department. Nö, das bringt nämlich gar nichts, weil das nicht der Store ist.
den wir brauchen. Wir müssen den hier nehmen, ne? Ja, dann können wir doch hier hinsetzen. Appliance and Housewares. Alles klar, 360. Einmal Strom. Ka-ching. Wir gucken jetzt einfach mal, ob er sich damit zufrieden gibt, das Apartment. Ja, tut es. Was brauchen wir denn noch? Needs a great store that sell food and groceries. The building needs more luxury apartments. The building needs more luxury. Oh, ich glaube, das habe ich. Apartments. Luxus-Apartments? Welche sind denn das? Ich glaube, man muss doch vor klein aufbauen. Das sind nämlich nur zwei Varianten, sehe ich das richtig? Okay, dann können wir das damit schon mal vergessen, dann können wir die abreißen. Welche sind das denn jetzt gewesen? Moment, jetzt muss ich mich mal orientieren. Oh Gott, wird's komplex. Die sind's nicht. Die da waren's, die Variante 2. Müssen wir mit denen beginnen. Ja. Nee, das ist auch nicht das Richtige. Hä? Moment. Luxury, hier sind alle Luxury. Und hier haben wir die gar nicht. Doch, hier, da unten, ja. Und der braucht mehr Luxury. Also der lässt ihn sich einsehen, weil er mehr Luxuriöse brauchen. Und die können wir nicht einziehen, weil er insgesamt mehr braucht. Der hier, der würde das erlauben. Das heißt, wir müssen mit der Stufe 1 beginnen. Apartment Reverse Engineering bei Minyas. So, Luxus Apartment. Das braucht er alles. Strom? Der braucht kein Telefon? Okay. Das ist ja sehr interessant. Was brauchen sie noch? Kabelfernsehen? Gas? Was? Oh, Moment. Wir haben kein Gas gesetzt. Zack. Wahrscheinlich brauchen wir das sowieso hier rüber, weil die wahrscheinlich mit Gas kochen und Wasser. Wieso denn unzufrieden? Du bist doch gerade erst eingezogen. Macht mich wahnsinnig. Ihr Lieben, wir haben das mit den Apartments so langsam, kriegen wir es hin. Die ersten Mieter ziehen ein. Ich gehe mal auf Warp 1 und wir sehen uns in der nächsten Folge von Project Tyrus wieder, wenn wir mit den Apartments weitermachen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.